Willkommen, meine lieben Mystery-Freunde da draußen. Wenn es um diversen UFO-Sichtungen geht, so war auch 2020 immer wieder auch mal ein Highlight von diversen Sichtungen. Meistens aber waren diese Sichtungen erklärbar, wenn es zum Beispiel um Satelliten von Elon Musk geht oder um andere irgendwelche bekannten Himmelskörpererscheinungen. Und dennoch gibt es immer wieder Fälle, die sich nicht erklären lassen. So kam es in Nordrhein-Westfalen zu einer außergewöhnlichen Sichtung, die sich am 29.12.2020 zugetragen hat. Der Sichtungszeuge nennt sich selbst Turbo Dallas. In einer E-Mail schilderte er mir seine Sichtung wie folgt. Ich stehe seit heute ca. 17 Uhr mit meinem Camper an einem privaten See zwischen Meerbusch und Krefeld, NRW. Währenddessen ich meinen Kram aufbaue, leider schon im Dunkeln, scheint der Mond sehr hell. Ich schaue während eines kurzen Telefonats nach oben und sehe in Richtung West, steil im etwa in geraden Winkel, ein Objekt in Höhe einer Reiserflugmaschine. Größe: dieses Objekt war etwa 6 bis 10 Mal so groß wie eine große Passagierflugzeug. Es wurde ausschließlich sichtbar durch das Anleuchten des Mondes. Keine Lichter, keine Nahwehleuchten, keine Strobos, definitiv kein Flugzeug oder Helikopter. Farbe im hellen Mondschein, hellbraun bis braun, schlecht erkennbar. Stehend, absolute Dunkelheit am Seeufer. Form etwa eine Tablette, etwa so wie eine Art Zigarre. Geschwindigkeit etwa doppelt so schnell wie ein Flugzeug auf 11.000 Meter. Dauer der Sichtung etwa 6 bis 8 Sekunden. Datum, Uhrzeit 29.12.2020, ca. 18.30 Uhr. Die Frage an die Community. Habt ihr am 29.12.2020, ca. 18.30 Uhr über Nordrhein-Westfalen dieses Objekt vielleicht ebenfalls gesehen? Wenn ja, dann erwähnt dies doch in die Kommentare. Es ist im Grunde eigentlich schwer, dieses Objekt auf irgendeine Weise abzuschätzen, denn der Zeuge beschreibt dieses Objekt als sehr groß und zigarrenförmig und viel größer als ein Passagierflugzeug. Also kann man davon ausgehen, dass der Zeuge hier wirklich ein UFO gesehen hat. Sichtungen von unbekannten Flugobjekten gibt es schon seit Jahren und viele sind bis heute noch unerklärbar. So kam es auch 1978 in Belle Island zu einer sehr ungewöhnlichen Sichtung. Belle Island ist eine kleine Insel, die wiederum in einer Bucht der sehr viel größeren Insel Neufundland im äußersten Südosten von Kanada liegt. Im April 1978 gab es dort einen alles erschütterten explosionsartigen Knall, den bis heute niemand genau erklären kann. Zudem wurden Lichtbälle in Bodennähe beobachtet und es lag ein metallischer Geruch in der Luft. Bei dem Vorfall wurden einige kleine Gebäude beschädigt und es kamen mehrere Hühner ums Leben. Außerdem wurden nahe beieinander mehrere markante und etwa einmal große Löcher im Erdboden entdeckt. Vermutlich so etwa wie eine Einschlagstelle. Der Knall war im Umkreis von 65 Kilometer zu hören. Die Menschen vor Ort kam mit dem Schrecken davon. Das klingt zunächst nicht so furchtbar dramatisch. Das Geschehen hat jedoch die ganze Inselbevölkerung nachhaltig erschüttert. Im wahrsten Wortsinn, bis heute konnte der geheimnisvolle Pearl Island Boom, der in Europa weit weniger bekannt ist als in Nordamerika, nicht befriedigend erklärt werden. Obwohl zeitnah amerikanische und sogar ein sowjetischer Forscher eintrafen. Die nahmen das von offizieller Seite also sehr ernst. Seitdem reichen die Spekulationen von meteorologischen Phänomenen wie von einem Kugelblitz über einen Meteoritenabsturz und UFO-Aktivitäten bis hin zu geheimen Waffen- oder Flugzeugtests. 2019 kam es auf Belle Island erneut zu einem ähnlichen lauten Geräusch und Erschütterung. Hier konnten jedoch die Ursache schnell ausfindig gemacht werden. Ein Stück der felsigen Steinküste war abgebrochen und ins Meer gestürzt. Das Ereignis ereignete sich am 2. April 1978, als die Insel von einer gewaltigen Explosion heimgesucht worden ist. Die Explosionsentfernung war bis zu 100 Kilometer zu hören.
Es gab Berichte über Schäden an der elektrischen Verkabelung und eine Familie, insbesondere die Bickfords, berichten über zahlreiche physische Schäden an ihrem Eigentum. Sie behaupteten, die Explosion habe Löcher in ihrem Dach verursacht und ihr Fernseher und ihre Sicherheitskäste seien tatsächlich explodiert. Das Dach ihres Hühnerstalles wurde zerstört und die 5 Hühner im Inneren getötet. In der Nähe ihres Schuppens befanden sich ein paar Löcher im Schnee, von denen sie sagten, dass sie aussahen, als wäre vergrabener Sprengstoff explodiert. Nach diesem Vorfall kamen einige Zeugen zu Wort. Zum Beispiel der junge Enkel des Bickford behauptete, er habe nach dem Boom einen schwebenden Lichtball gesehen. So erklärt der Junge wie folgt. Er hätte das Gefühl gehabt, dass gerade in dieser Zeit gerade etwas mit dieser Welt passieren würde. Und es sich so angefühlt hätte, als würden gerade Bomben einschlagen. Der runde Kreis oder Lichtball, den er gesehen hat, beschreibt er in folgenden Worten. Er war 3 Fuß im Durchmesser, war blau mit einer orangen Außenhaut, wo von innen orangenfarbige kleine Blitze nach außen drangen. Well, first when I sat, I just, myself, I thought something happened to the world, or someone dropping bombs or something. Well, it was about 3 feet in diameter and it was a circle, and it was mostly blue, but it had a little bit of orange on the edge of it, which sort of like sparks, little tiny sparks coming from it. Nach diesem Ereignis versuchten 2 Forscher auf dieser Insel, diesem Phänomen auf den Grund zu gehen. Die beiden Forscher waren Warren und Freeman. Sie hatten Bilder von der Welle-Satellitenüberwachung, die den Planeten ständig nach eindeutigen Signaturen für die Detonationen von Atombomben absuchten. Sie haben auch große Blitze aufgenommen, was vielleicht auch auf ein Naturspektakel hindeuten könnte. Es erklärt aber nicht das Phänomen, was sich an jenem Tage zugetragen hat auf der Insel. Einige waren sogar der Meinung, dass es sich hier um eine Superwaffe der Amerikaner oder den Russen handeln würde. Auch die Theorie, dass es sich hierbei um eine Tesla-inspirierende Doomsday-Gerät handeln könnte, war nicht auszuschließen. Eine wirkliche Erklärung fand man jedoch nicht. In einem Dokumentarfilm von 2004, Die unsichtbare Maschine, wurde die Hypothese aufgestellt, dass der Boom ein Test einer elektromagnetischen Impulswaffe gewesen sein könnte. Brian Dunning lehnte diese Theorie ab und erklärte, diese spezielle Theorie ist zutiefst fehlerhaft und hängt davon ab, dass eine hypothetische Strahlenwaffe vom Eisenerz aus dem alten Minen von Belle Island angezogen wurde. Er geht also davon aus, dass irgendein elektromagnetischer Impuls aus den Minen die Ursache war, dass es zu solchen Erscheinungen gekommen ist. Aber auch dies würden die merkwürdigen Erscheinungen von diesen kugelartigen Objekten nicht erklären. Würde es sich um einen magnetisch-elektrischen Impuls handeln, dann würden wahrscheinlich Strahlen oder irgendwelche Energiefelder zu erkennen gewesen sein, aber nicht kugelförmige Objekte, die sich reglos über den Boden bewegten. So wie der Junge es auch beschrieben hat. Wir kennen durchaus das Phänomen mit den Art Kugelblitzen, die auftauchen und vielleicht Ähnliches vielleicht verursachen können. Aber sie sind regellich anders in ihrem Verhalten. Nicht das, was sich 1978 auf der jeweiligen Insel aber zugetragen hat. Es ist eine Art Phänomen, das vielleicht ähnliche Aufmerksamkeit erlangen könnte, wie die Sichtungen von unbekannten kugelförmigen UFO-Objekten. Vielleicht etwas, was gerade aus einer anderen Dimension in diese Dimension gedrungen ist, oder etwas, was vielleicht von einer anderen Welt stammte, oder vielleicht war es doch etwas Natürliches. Etwas Natürliches, von dem wir noch keine Erkenntnisse haben, um welches natürliches Phänomen es sich da handelt. Zumindest die Schäden an elektrischen Leitungen und Geräten stehen im Einklang mit einer enormen Spannung, die sich im gesamten Kupferstromnetz der Insel ausgebreitet hatte. Also muss es sich hier um eine Art starkes Energiefeld gehandelt haben. Was auch immer an jenem besagten Tage dort vorgefallen ist, bleibt bis heute ein Rätsel. Und das wird es auch bleiben, meine lieben Mystery-Freunde da draußen, da sich das Ereignis seit vielen Jahren verjährt hat. Vielleicht habt ihr irgendwelche Ideen, was sich an jenem besagten Tage dort abgespielt hat. Wenn ja, dann schreibt dies doch gerne in die Kommentare.
Solche Phänomene finden sogar noch in der heutigen Zeit statt. Vielleicht auf eine ähnliche Weise, dass Menschen ungewöhnliche Dinge sehen, kugelartige Objekte bis hin vielleicht sogar von seltsamen Lichterscheinungen. Ja, meine Freunde, ich würde sagen, somit sind wir wieder am Schluss angekommen und wenn ihr wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren und einen Daumen da lassen und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Ich bedanke mich bei euch allen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.